Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute besuche ich mal die Windkraftanlage hier in Hannover-Marienwerder. Die ist nämlich was ganz Besonderes. Das ist nämlich die weltweit erste Windkraftanlage auf einem Timber Tower, also einem Turm, der komplett aus Holz besteht. 100 Meter hoch das Ding und somit auch Deutschlands höchste Holzstruktur. Ja, wurde 2012 hier direkt am Mittellandkanal gebaut. Da fahren die Schiffe vorbei. Ja, und obendrauf ist eine Wensis 77 mit 1,5 MW. Mit der coolen runden Gondel und der Pinocchio-Narbe. Richtig cool, dass Wensis da mitgemacht hat. Ja, der Turm ähnelt so ein bisschen dem Venturturm. Ist auch achteckig. Allerdings besteht der aus einzelnen Pressspanplatten. Da steht's nochmal, Timber Tower, das ist der Hersteller, glaube ich. Und da sieht man's. Der besteht aus einzelnen Holzplatten. Quasi wie der Venturturm. Und ist außen noch mit einer Folie verkleidet. Eine Schutzfolie, damit das Holz von der Witterung nicht so angegriffen wird. Also eine absolute Rarität. Mittlerweile gibt es, glaube ich, noch andere Hersteller, die Holztürme entwickeln. Ist ja auch jetzt hinsichtlich Nachhaltigkeit auf jeden Fall nachhaltiger als Stahl oder Beton. Und auch günstiger. Deshalb lohnt sich das auf jeden Fall, da mal ein bisschen zu forschen, ob man eventuell auch noch höhere Türme bauen kann, die auch noch größere Anlagen tragen können. Aber das hier war auf jeden Fall die weltweit erste Anlage auf einem Holzturm. Richtig cool. Ja, ich werde jetzt mal auf die andere Seite hier vom Kanal fahren und werde mir das coole Teil mal aus der Nähe anschauen. Ja, jetzt stehe ich hier noch ein bisschen näher bei der Anlage. Super nah kommen wir jetzt leider nicht ran. Die steht auf einem Werksgelände. Ist auch Stacheldrahtzaun davor und auch einige Bäume. Deshalb kommt man jetzt nicht super nah ran. Aber von hier aus sieht man sie eigentlich ganz gut. Die Wensis 77. Ja, schon echt krass, dass dieses Ding 100 Meter hoch ist. Da sieht man nochmal schön die einzelnen Pressspanplatten, also eigentlich gleiches Prinzip wie der Venturturm. Nur, dass das hier komplett aus Holz ist und der Venturturm eben aus Beton. Ja, und die einzelnen Spitzen, die ihr hier seht, das sind alles Blitzableiter. Der Holzturm leitet natürlich keinen Strom. Verglichen mit den Stahltürmen. Und deshalb ist es super wichtig, dass der hier überall Blitzableiter hat. Wenn hier nämlich der Blitz einschlägt, dann hat die Anlage schlechte Karten, dann fackelt sie einfach ab. Ja, sie 28 Stockwerke sind es, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, die der Turm hoch ist. Gibt auch coole Bilder vom Aufbau online. Sieht so ein bisschen aus wie auf dem Weihnachtsmarkt so eine Mühle, die sich dreht mit den Figuren und den Kerzen. So sieht es innen ein bisschen aus. Und außenrum kommen dann diese einzelnen Pressspanplatten und dann noch die Verkleidung, dass er nicht verwittert. Ja, wäre doch mal eine geile Idee, wenn man Anlagen im Wald baut, dass man quasi das Holz, das anfällt, gleich zum Turmbau verwendet. 1000 Bäume braucht man, glaube ich, für diesen 100 Meter hohen Turm. So viele fallen jetzt, glaube ich, nicht an, wenn man eine Fläche für eine Anlage im Wald rodet. Ja, aber finde ich auf jeden Fall super, dass man daran forscht. Allein schon wegen dem CO2-Ausstoß,
der fällt halt nicht an bei einem Holzturm. Da wird sogar CO2 gespeichert, anders als bei Stahl und bei Beton. Oder halt eben ein Gemisch aus Holz und Beton. Aber ich denke, da wird schon kräftig dran geforscht. Auch für höhere Türme dann. Der hier hat jetzt nur 100 Meter, die heutigen Anlagen sind ja 160 plus. Also wäre auf jeden Fall spannend, was da in der Zukunft noch kommt. Ja, ich werde versuchen, von der anderen Seite mal noch dran zu kommen, ob man da die Anlage mal noch ein bisschen besser sieht. Ja, von hier aus sieht man den Turm jetzt noch mal ein kleines Stück besser. Aber man sieht, hier ist ein Zaun davor und er steht hier direkt neben so einer Werkshalle. Weiß ich jetzt gar nicht, was das hier für ein Gelände ist. Gefällt mir richtig gut, dieses Teil. Naja, vielleicht sieht man den Turm von der anderen Seite noch mal besser. Ja, von hier aus hat man jetzt noch mal einen richtig coolen Blick auf die Anlage. Ist jetzt leider etwas laut hier, weil ich hier direkt auf der Brücke stehe, die über die Autobahn führt. Da ist direkt die Autobahn Richtung Hamburg, schätze ich mal. Aber von hier aus hat man den besten Blick auf das kleine Teil. Sieht auch echt verdammt riesig aus auf diesem Turm. Kann mich gar nicht erinnern, dass ich mal eine Wensis-Anlage auf so einem hohen Turm gesehen habe. Ich meine, für die Wensis 77 gibt es den aber auch als Stahlturm. Bin mir jetzt aber nicht genau sicher. Auf jeden Fall echt eine richtig geile Konstruktion. Gefällt mir sehr gut. Bin mal gespannt, was da in Zukunft noch so entwickelt wird. Vielleicht auch Holztürme für größere Anlagen. Fände ich auf jeden Fall cool. Aber die wirkt schon echt riesig auf diesem relativ breiten Turm. Also ich meine, der Stahlturm ist auf jeden Fall um einiges schmäler. Ja, mehr zu berichten gibt es jetzt von der Anlage hier nicht. Wollte ich euch gerne mal zeigen. Ja, hat sich aber trotzdem gelohnt, mal hierher zu kommen. Ja, die nächsten Tage, wie gesagt, bin ich nochmal hier in Niedersachsen unterwegs, schaue mir ein paar Windparks an und dann gibt es auch wieder ein paar Videos. Ja, ihr dürft gespannt sein und dann sehen wir uns im nächsten Video. Halt die Ohren steif und bis dann!